können ja noch mal Interplanetare bauen, aber die lasse ich jetzt mal. So, bauen wir es erstmal so. Ja gut, Titan fehlt, macht Sinn. Kupfer, ja gut. Ich weiß, wo es hier Kupfer gibt. Den Kram kann ich auch wegmachen. So, Kupfer. Ganz geringe Menge Kupfer mitnehmen. Wie viel Prozessoren? 63. Da kann ich schon mal. Das sind 20. Jawohl. Und dann nochmal eine. Okay. Dafür fehlt Eisen. Das ist aber jetzt erstmal egal. Dann brauche ich nochmal Energie. Ja, das Zeug stoppt sich hier, das finde ich sehr angenehm. Was ist das hier eigentlich nochmal für ein Bild? Ich weiß es nicht. So. Mehr Energie. Alles, was jetzt hier unten mit Öl gemacht wird, da stelle ich jetzt, glaube ich, hier mein Dings hin. So einen. Dafür braucht es Öl. Juhu, Mini-Fusionsreaktor, finde ich super. Dafür braucht es Öl, das will ich hier aber nicht produzieren. Das da will ich hier. So. Refined Oil. Das Ding. Hab ich das Ding? Ja, habe ich schon. Und die Dinger, die, dafür braucht es auch Öl. Die wollen wir jetzt hier mal Local Demand und Remote Supply. Das heißt, zumindest Teile davon kann ich dann quasi automatisch mit transportieren. So, wie können wir jetzt Deuterium was, glaube ich, herstellen? Dafür brauchen wir Fractionating Facilities. Ach ja. Und Fractionating Facilities sind diese hier. Die können wir mit Prozessoren bauen. Yay. Stück. Der Turm ist ausgelastet. Der Turm ist ausgelastet. Alles doof. Das soll rauskommen, das kommt rein. Nein, umgekehrt. Du supplyst, du demandest. So, die vier packen wir da mal rein. Dann stellen wir jetzt einfach mal einen super einfachen Aufbau hin. Den müssen wir später nochmal verbessern. Ja, du sollst da lang. Dann machen wir es halt so.
dem sagen wir jetzt, du bist der primäre Eingang. Hier sagen wir, da kommt der Kram raus. Ich will aber nicht so viel davon haben, das ist okay. Das Schlimme ist, wir müssen hier hinten noch sagen, dass das Zeug mit eingelagert werden soll. Oder halt, nein. Auch nachdem das da drüben ein Provisorium ist, machen wir ja auch ein Provisorium draus. So. Bedeutet aber, wir können hier die Dinger rausnehmen. Die brauchen wir nämlich da nicht. So, zack. Und wie man sieht, die Dinger haben eine 1% Chance, dass aus einem Wasserstoff ein Deuterium wird. Und wenn es das nicht wird, wird es direkt weitergereicht. Und jetzt laufen hier quasi Wasserstoff so rum. Solange bis bei irgendwann eines davon verschwindet und Deuterium wird. Das ist chemisch vollkommen richtig. Ja, da haben wir unser erstes Deuterium produziert. Das landet jetzt hier drin. Und irgendwann werden es genügend davon sein, dass sie da drin landen. Und von da aus können sie dann anschließend woanders hin transportiert werden. Das ist der Plan. Und auch diese Anlage werden wir irgendwann mal verbessern. Damit könnten wir jetzt Solarsegel bauen. Das ist auch gar nicht schlecht. So, wir haben noch 40. Ach, uns fehlt Titan. 40 Prozessoren wollte ich gerade sagen. Ich weiß ja, wo es welches gibt und wir werden da jetzt gleich hinfliegen. Vorher hole ich mir noch ein bisschen Energie. Ein Koksriegel to go. Oder ganz viele Koksriegel to go, je nachdem, wie man sehen will. Und wir müssen wieder auf den anderen Planeten. Der sich gerade von uns entfernt. Dieser Planet aus. Ich erinnere mich, wir haben die Dinger schon in Masse gebaut, die kleinen Shuttles. Ja, wie geil. Das ist ja sehr geil. Hier nehmen wir die mit. Das ist ja sehr, 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 sehr geil. Damit können wir nämlich den anderen Planeten ausstatten. Und natürlich die Sonnensegelmodule, also die Solarmodule. Haben wir da schon welche? Ja, auch sehr geil. Ewig viele. Okay. Dann lassen wir hier was von da. Die Dinger lassen wir erstmal hier. Oh, Erzmaschinen baue ich auch noch. Ich glaube, die baute ich, habe ich auch irgendwo gebaut. Den Kram brauche ich gerade auch nicht drüben. Erzmaschinen war noch da hinten irgendwo.
plus Erzförderer. Klar könnte ich alles per Hand bauen, aber wenn wir schon irgendwo automatisiert rumstehen haben. Da gibt es keine. Okay. Ach, hier unten waren sie, ja. Dann sollte ich mich vielleicht auch in die Richtung bewegen. Und wenn wir das Zeug einsammeln, können wir noch mal ganz kurz an den Energieregler hängen. So. Von ja, dann sind wir, glaube ich, relativ aufbruchbereit. Ach, die Steine lasse ich jetzt mal mit drin. Und wir müssen erstmal um Eta Formatis 2 oder 3. Ist das 2? Ja, das ist 2. Und müssen dahin. Lydia war es auch nicht so weit weg diesmal. Also fliegen wir relativ kurzweilig. Und am liebsten würde ich euch heute schon mal zeigen, wie ein Sonnensegel um eine Sonne schwirrt. Bis dahin haben wir noch einen kleinen Weg. Zack. Ah, das ist die neue Titananlage. Sehr gut. Moin Moin, habt ihr ein Weihnachtsgeschenk für dich? Privatnachricht. Dann sage ich jetzt einfach mal brav Danke, also Danke, und ich schaue es mir später an, falls es okay ist. Oder ist das was, wo du sagst, ich sollte es jetzt unbedingt hier im Stream angucken? Und natürlich, Hallöchen Friedhetzer, ich hoffe, es geht dir gut. Danke dir, dass du da bist. Vielen Items. Was fehlt mir denn? Habe ich keine. Ich habe keine Schmelzen mehr. Auch sehr lustig. Wann du möchtest, Lust hast. Okay. Mal gucken. Ja, das Spiel kann weiter Vollbild haben. Dann. Schau ich doch mal. Vielen Dank. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Was ist jetzt nochmal Hardspace Shipbreaker? War das... Das war der Schiff-Auseinandernehmer. Alles klar. Ich danke dir. Dann werde ich da auch mal schauen, dass ich da ein Stream zu organisiere. Ich danke dir. Und du musst mir eigentlich auch nichts schenken. Ich danke dir trotzdem. Also, es ist... gemacht. Die ist wieder mit, weil die brauchen wir da nicht. Wir müssen jetzt mal rüber zu unserer Mine fliegen. Gerne, viel Spaß. Ich danke.
Da werden wir sicherlich Spaß haben. Und alleine deswegen muss es ja irgendwie im Stream passieren, damit du sehen kannst, dass ich Spaß habe. Oder zumindest die Chance dazu hast. So. Das da so ist so klein. Ja, perfekt. Das dauert jetzt eine Weile, bis das passiert. Währenddessen kann ich hier den Kram mal wegmachen. Das war nicht sehr schlau. Okay. Sammeln dazu müssen wir die Bälle hier wieder mit ein. So. Dann das Titanerz, was wir hier rumgeschmissen haben. Dann ist das nämlich auch weg. Irgendwo liegt noch irgendwas rum. Na super. Da war's. Ein Titanerz, natürlich. Das ist wichtig, Spaß haben. Ja, das auf jeden Fall. Das ist quasi die Grundzutat dieses Kanals. Ach guck an, da haben wir aber versucht, das Ding zusammenzubasteln. Oder mir uns gedacht, dass wir das da haben wollen. Nein. Dann packen wir das erstmal so. Das Ding bleibt da. Ich glaube, dass es ein Spiel für mich ist. Ah, okay. Ich hab's tatsächlich nicht so wirklich verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wo ich hier bin, fällt mir so auf, ich könnte natürlich einfach mal meine Solar-Race weiterbauen. Ich habe ja nicht umsonst 150 Stück von den Dingern mitgenommen. Ich werde es mir auf jeden Fall mindestens einmal anschauen. Sollte ich feststellen, ich habe Spaß dran, werde ich ihn mit euch teilen. So. Damit haben wir zumindest die schon mal einen planetenumspannenden Kollektorsystem. Ja, mit einer kleinen Lücke drin. Das heißt, wir produzieren hier die Bruststrom. Super. Und das ist okay für mich. Okay, damit kann ich leben. Wenn das okay für dich ist, kann ich damit vollkommen leben. Ach, eigentlich. Die Reihe Kollektoren ist ja auch professorisch. Wichtig ist erstmal, dass wir überhaupt Strom produzieren. Danach gucken wir die. Hier passt das ja sowieso schon wieder nicht. Ja, von daher.